Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich spiele mit euch The Long Dark. Wir sind hier in der kleinen Eishütte und haben gerade den Bären angeschossen. Ich will mal schauen, ob man von dem was sieht. Nicht. Okay. Ja, wir müssen Feuer machen, so oder so. Schade, dass wir nicht angeln können. Ne? Wir haben keine Möglichkeit, Angelzeug zu machen. Wir haben zwar einen Haken. Aber das war's. Angelzeug. Dazu bräuchten wir Schnur. Okay. Gut. Ja, es führt ja keinen Weg dran vorbei. So. Zunder. Machen wir das. Okay, fein. Ja. Also, dass wir so früh im Spiel schon den ersten Bären erlegen, also wir haben ihn ja noch nicht, aber ich habe gesehen, dass ich ihn getroffen habe und bin deshalb optimistisch. So. Wasser. Erstmal einen kleinen Schluck. Wir haben tatsächlich nichts mehr. Sonne geht unter. I would drink almost anything about now. Minus 2 Grad. Das ist eigentlich eine gute Sache. Ich meinen ersten Drink habe. Könnte ich mir vorstellen, einen Ast zuzusägen. Wenn wir dann einen finden. So. Gut, dann kommt jetzt die 2 Liter.
gibt es auch keine Äste. Da könnte was liegen. Nee. Sah nur so aus. Denn ich denke ja schon ein bisschen darüber nach, wie war das dann mit dem Bären machen. Da brauchen wir ja Unmengen an Holz. Das ist die normale Leiche dort. Hier kann man auch bestimmt was auseinandernehmen. Das Ding hier zum Beispiel. 58 Minuten. Gut, dann gehen wir rüber. Ich tue mal hier das Holz rein. Das umlagern. Klar, wir können die ganzen Buden auseinandernehmen. Minuten, komm mal gerade richtig. Ja, wir müssen morgen einfach bei klarem Wetter schauen. So, 10 Pfeile. Der ist fast down. Stick noch rein. Und warten. Feels like night is coming. So, dann können wir noch schauen, ob es irgendwas gibt, was wir machen wollen. 97, 91, 62, 64. Eigentlich nicht. Okay, es klart auf. Thank you.
I can drop any of this gear. Noch eine Fackel und gehen noch rüber. Ja, dann wird die Suche beginnen. Wo steckt der Bär? Ich habe das hier schon mal erlebt, dass der nicht leicht zu finden ist. So, und da wir so gut im Saft stehen, brauchen wir eigentlich nicht viel essen. Ich würde sagen, zwei. Okay, 22 Tage. Den Tisch, für den brauchen wir 2 Stunden. Das ist ein guter Deal. Egal. Wir müssen schauen, dass wir keine Probleme kriegen hier mit unserem Beil. Das ist jetzt bei 67. Wie lange waren wir? Nochmal 2 Stunden, okay. Gut, dann schauen wir mal, wo unser Bär abgeblieben ist. Okay, das ist natürlich nicht das, was ich brauche. Ja, so nutzt mir das alles gar nichts. Super mild, aber da sieht man ja die Hand vor Augen nicht. Warten wir mal ein bisschen. Besser. Das erste, was ich checke, ist, ob er in seiner Höhle liegt. Manchmal ist das so. Okay. Nächster Punkt wäre zu schauen, da oben liegt. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Warum schleppe ich überhaupt so viel? Lass mal hier rein.
Okay, 34 Steine. Zwei Rucksäcke. Also zwei Schlafsäcke meine ich. Überhaupt hoch? Ne. Der Bär ist hier hochgekommen. Keine Chance hier hochzukommen. Okay, dann laufen wir einmal hier rum. Probieren es hier nochmal. Ich glaube sicher, dass er hier liegt. So, also es ist hier hoch. Ich staune, dass man keine Krähen hört. Merkwürdig. Das erstaunt mich. Ist er hier runter? Die nehmen wir natürlich gern mit. Also,
Da sind die Krähen da oben. Das erstaunt mich echt. Könnte er sein? Ein toller Tag, weil die Wölfe auch nicht hier auf dem See sind. Ist weit und breit nichts zu sehen. Gut, also die kann man wieder zurück tun. Schon wieder Abend. So klar, hier gibt's Krähen, aber das ist ja, hier liegt ja eine Leiche. Das sind ja Leichenkrähen. Das ist ja kein toter Bär. Oh, vielleicht muss man sich wirklich angewöhnen, dem Tier sofort hinterher zu stiefeln. Das fand ich eigentlich immer zu gefährlich. Ich glaube, dann warte ich. Noch eine Nacht. Und zieh dann weiter. Das ist natürlich super ärgerlich. Ich hatte ihn gerade gehört. Ich habe sogar so einen Schnauben gehört. Die Krähen müssten ihn ja auch verraten.
Höhle ist immer noch leer. Na gut, okay, dann hat's wohl keinen Sinn. Na, okay, das ist ja wirklich ärgerlich. Irgendwo da oben ist er lang gewetzt. Verbringen wir nochmal die Nacht hier und ziehen dann weiter. Ich würde sagen, wir warten noch ein bisschen, einfach um Zeit draußen zu verbringen. Did I say Ja. Dir ist kalt, sagtest du bereits. Ugh, my tongue feels like sandpaper. So. Dann 300. Das sollte genügen. Sturm. I gotta eat soon. Und wir sind bereit zu gehen. Okay, hier haben wir noch nicht reingeguckt. Das ist natürlich lustig. Ein Buch kann man immer mitnehmen. Wir schauen mal, wir haben das. Ach ja, die hätte man gleich trocknen können, okay. Gut, ich würde sagen, wir machen noch einmal den Versuch. Gehen zur Bärenhöhle. Bloß, ich denke, er hätte dort schon gelegen. Na, das ist ja frustrierend. Gut, dann sammeln wir ein paar Cattails. Scheinbar ein wolfsfreier Tag hier wieder. Oder? Hier diese kleine Insel, die ist ja sehr ergiebig.
head feel thick. Immer mal umschauen. Gut, dann sollten wir noch mal zum Lagerbüro zurück. Denn ich will nicht so runterkühlen. Da der Bär? Ist das so? Tatsächlich. Wow. Dann werden wir wahrscheinlich nur noch den Pelz retten können, aber das ist auch okay. Ich schau mal, ich habe 14 davon. Das ist ein bisschen wenig. Klappt schon. Dranbleiben. Ich hoffe, wir können das Fell noch ernten, sozusagen. Man hätte erst gucken sollen. Eine Stunde. 40 Minuten. Sehr gut. Dann können wir hier... Ach, die hätten wir auch schon vorher aufstellen können. Sagen wir mal 1 Liter. 1 Liter. Gehe ich schnell rüber. Ja, um den Bären komplett auseinanderzunehmen, reicht es hier leider nicht. Wir haben nicht genügend Brennmaterial. Aber wir haben das Fell. Das ist schon mal okay. So, gleich mal ablegen. So cold. Die Sticks auch. I just want to lay down for a bit. So. Eine Stunde 18 dauert alles zu lange. Nicht noch was. Nee. Na gut.
dann schneide ich einfach das noch raus. Ah, hier gibt es ja meist noch Sticks. Aber gut, dass ich ihn noch gefunden habe. So, tue die noch mit rein. So, die brauchen noch 23 Minuten. Schimmliges Bärenfleisch, bitteschön. 33 Minuten. So, Därme. Ich leg mal alles ab. So, okay. Ja, dann sollten wir lieber aufbrechen. Ich lasse das mal hier. Mit Rückenwind. Hoffentlich ohne, dass uns ein Wolf aufgabelt. Ja, ist nicht optimal gelaufen mit dem Bären. Hätte man noch mehr rausholen können, aber ich finde es trotzdem ganz okay. So, wir haben eine Menge Därme hier. Die können trocknen. Wir haben Fleisch. Das lege ich mal vor die Tür.
Und hier sehe ich gerade, gibt es ja noch Vorhänge, ja? Tja, dann machen wir doch noch eine Nähstunde. Wir haben jetzt 6 mal Stoff. Denn damit skillen wir ja auch gleichzeitig. Aha. Das war's mit der Nähstunde. Gut. Ja. Immerhin, Anfänger. Das kann zerlegt werden. So, um die zu reparieren, brauchen wir Werkzeug, meine ich. Wir haben zwar Metall. Werkzeug. Ja, sonst schleppe ich es ja immer mit, aber auch weil in den Kommentaren so häufig drin stand, Mensch, warum schleppst du denn das Werkzeug mit dir rum? Tja, und dann braucht man's. Warten. Bei dem Sturm kann man eigentlich nicht mehr tun als abwarten. Und hoffen. Dass er irgendwann am Morgen dann vorbei ist. Wie viel Trinkwasser haben wir? 2 Liter, 2,5 Liter. Dann holen wir uns das Bärenfleisch. Genau, also dabei raus, jetzt also hier versuchen zum Staudamm zu kommen. Wäre Quatsch. Wir den auch unten lassen. Mal den vor der Tür lassen. Hält er sich ein bisschen länger? Am Ende dieser Runde. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Bye bye.